Nein, die Entscheidung ist damit gefallen. Ich habe auch mit Timo schon gesprochen. Das ist ja schwierig. Also er war ja nochmal 2 Wochen raus, ist nicht im Training. Marvin bringt sehr, sehr gute Leistungen und damit ist das auch entschieden. Ich glaube, alles andere wäre jetzt, also wenn ich jetzt irgendeinen Eiertanz mache, da glaubt ja selbst keiner dran. Und dass er enttäuscht ist, ist normal. Aber das liegt ja keine, ist ja keine Enttäuschung, dass ich ihm was weggenommen habe, sondern es ist eine Situation, die er so noch nicht hatte. Und mit der Situation wird er sehr, sehr gut umgehen. Und das tut er jetzt schon. Und auch das gehört im Sport dazu. Also gerade auf dieser Torwartposition. Und Timo wird sich wieder ranarbeiten. Und dann werden wir schauen, wie weit er dran ist und wie weit wir da Veränderungen machen. Jetzt im Moment würde ich über keine Veränderung nachdenken. Grundsätzlich geht es darum, dass Bochum, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison spielt und eine sehr, sehr gute Struktur hat, sehr aggressiv ist. Nicht umsonst die Punkte geholt hat, die sie geholt haben. Sie haben gegen sehr, sehr gute Mannschaften gepunktet. Das wird ein Spiel, was viel über Mentalität und Laufbereitschaft immer gehen wird, aber da musst du auch die einzelnen Zweikämpfe gewinnen. Ja, Reisi hat einen ganz klaren Plan, wie er sich Fußball vorstellt und das hat viel mit Mentalität zu tun und das zeigen die Jungs und Bochum. Wird nicht nur ein schweres Spiel, sondern es wird auch ein enges Spiel. Ich glaube, das ist in der Bundesliga so. Entscheidend wird sein, ob wir unsere Sachen auf den Platz kriegen.